Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier zu Days Gone. Wir hängen bis zum Hals, wortwörtlich, in der Freaker-Scheiße. In so einer Höhle, wo man mal wieder gesagt hat, wir hatten da einen Trupp hingeschickt, die sind wahrscheinlich alle tot, geh doch mal ganz alleine da rein. Cool. Cool. Typen in gelben Raumanzügen. Kann ja nicht so schwer sein, die Kerle zu finden. Do not enter. Do not enter. Nero-Ausrüstung. Der muss hier entlang sein. Scheiße, das gefällt mir alles nicht. Fuck it, wir gehen erstmal da oben lang. Vielleicht hier lang. Fuck, Freunde. Okay, wir haben einen Nero-Mitarbeiter gefunden. Und einen Haufen Scheiße. Was zur Hölle war das? Das muss schnell gegangen sein. O'Brien, ich habe noch einen von euch gefunden. Laut Ausweis hieß der Kerl A.S. Patterson. Willst du denn gar nicht fragen, O'Brien? Was denn fragen? Ob er noch lebt oder nicht. Sein Funk ist bereits seit 12 Stunden tot. Völlige Funkstelle seit über 12 Stunden. Ich muss nicht fragen. Danke, dass du das machst. O'Brien, Ende. Fuck, Freunde. Ich meine, es sah aber aus wie ein normaler Freaker, oder? Oder? Bekommen wir einen neuen Zombie-Typen? Scheiße, ich hab mich verlaufen. Ahem. Ihr wisst, Verlauf tun sich immer nur die anderen. Wir entdecken einfach. O'Brien, ich hab einen eurer Leute
Er ist tot. Laut Ausweis G. Hernandez. Was ist passiert? Ich bin kein Gerichtsmediziner, O'Brien. Woher soll ich das wissen? Irgendetwas hat ihn zerfetzt. Der Freak, dem ich folge. Gibt's da noch was, das ich wissen sollte? Nein, mir fällt nichts ein. O'Brien, Ende. Vielleicht sowas wie übermenschliche Kräfte? Kann sich orientieren in einem Tunnelwerk, in dem ich keinen Plan habe, wo ich lang muss? Muss Cooper sein. Was zur Hölle hast du hier getrieben? Oh oh. Oh oh. Ja, das sieht nicht gut aus. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Was ist hier passiert? Sag dir, was hier passiert ist. Fucking Bossfight. O'Brien, ich hab den letzten gefunden. Auf der ID steht Cooper. Verstanden. Oh nein! Oh Scheiße! Warte, er lebt noch! Warte! Hey, hey, Cooper, Cooper! Hey, 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 hey! Hier, hier! Wir werden dich hier rausholen, okay, Kumpel? Cooper! Cooper, komm! Sorry, es ging schief. Das Team ist tot. Na los! Nein! Oh Scheiße! Was ist los, Deacon? Cooper! Seine Beine sind gebrochen. Warte, bleib bei ihm. Ich schicke ein weiteres Team. Nein, nein, nein. Mein Arm ist so gesehen. Ich werde es nicht schaffen. Ich will mit Jen reden. Hol Jen her, schnell. Cooper, was zur Hölle hat dir das angetan? Was ist passiert? Es war so schnell. Ich hab's nicht kommen sehen. Soll das heißen, dass ein Freak dir das angetan hat? Sprinter. Sprinter. Cooper! Cooper, bist du da? Sprinter? Ich bin hier. Ich höre dich. Ich darf nicht glauben. Ich darf nicht. Cooper, hör mir zu. Wir werden dich da rausholen. Hast du verstanden? Cooper! Sei schön. Sei nicht still. Cooper! Tot. Verstanden. O'Brien, Ende. Sprinter. Sprinter. Oh no. Oh no. Zum Teufel habe ich es hier zu tun, O'Brien. Rede mit mir. Was war das Vieh? Sprinter. Sprinter? Weil er so schnell ist oder was? Verteufelt schnell. Wir haben 65 km/h gemessen. What? Ach, du Scheiße. Und er ist stark. Vielleicht brichst du lieber. Nein, nein, nein. Zur Hölle damit. Ich breche gar nichts ab. Das ist nicht dein Kampf. Jetzt ist das. St. John. Ja, hässliches Kackvieh. Sprinter, hä? Kackboy.
Ich lach mich weg. Jo. Der Sprinter müsste einen Sender haben. Nimm ihn, nimm ihn. Damit holen wir dich da raus. Was? Wie? Wie denn, O'Brien? Wir haben Infrarot. Wir verfolgen die Horde. Nimm ihn. Ach, Scheiße. Ich hoffe, das war's wert, O'Brien. O'Brien, ich hab deine Proben. St. John, verschwinde da! Was? Du musst da raus, jetzt! Da kommt eine Horde! Du willst mich nur verarschen! No. Scheiße, sie kommen näher! Okay, bringen wir das hier zu Ende. Okay, alles gut. Was meinst du mit Missionsgebiet wird verlassen? Bist du bescheuert? Brian, ich hab hier noch ein bisschen. Laut Ausweis muss der Kerl sehr passen. Hast du rausgekraft, dass alles dem Dach runtergeht? Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich Glück hatte. Mehr als andere. Einige Familien haben es geschafft. Nicht viele, aber ein paar. Das ist wirklich toll, O'Brien. Freut mich für dich. Wir haben das nicht gewollt. Ja, die anderen auch nicht. Du brauchst das wohl nicht mehr. Da ist er jetzt. Cooper, bitte komm. Ist da jemand? Hero Team Bravo, komm. Hier spricht Commander James O'Brien. Komm. Wenn Sie mich hören, melden Sie sich. Nero Funkgerät. Hier lang. Was heißt hier lang? Was heißt hier lang? Hier lang. Was heißt hier lang? Blöder Penner. Scheiße, O'Brien. Du hast es geschafft? Ja, ich hab's geschafft, und zwar nicht dank dir. Übertrage Koordinaten. O'Brien, Ende. O'Brien. Vier Männer sind dafür gestorben. Ich hoffe, das war's wert.
Puh, hör sich das einer an. Das waren meine Männer. Ich brauche keinen, der mir sagt, was ich... Rum in deinem Heli, schön außer Gefahr, und dann geht's zurück. Wohin? In deinen sicheren Bunker? Egal, was passiert. Du hast keine Ahnung, wie es draußen ist, was es heißt zu überleben. Oh, diese Männer, Cooper. Die anderen, sie wussten nicht, was sie erwartet, aber du schon. Nicht wahr? Hä? Nicht wahr? Funk mich an, wenn ich dich und deine Lady mit dem Heli abholen soll. Und vielleicht schaffst du es diesmal, sie zu begleiten. Wow. Das war ein Tiefschlag, Alter. Das war ein fucking Tiefschlag. Das war ein fucking Tiefschlag, O'Brien. Okay, lass mal gucken hier. Symbole, eine Übersicht, doppelte Pflanzen, mehr Fleisch. Gibt dir bei geringer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinschuss, ist geil. Halte Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest. Ja. Wenn man noch mal ein bisschen Ausdauer bekommt, wenn man wenig Gesundheit hat, das ist schon ganz geil. Ja, da kommt man vielleicht nochmal weg, wo man andernfalls einfach sterben würde. Das passt schon. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Ja, fuck it. Jetzt fangen wir an mit mehr Fleisch, mehr Dings und so weiter. Mehr Fleisch, mehr Dings. Kennt man. Alright, ja, können wir gleich das machen. Wir sind ja hier in der Nähe. Freunde, Alter. Ich dachte, wir müssen aus der Höhle entkommen, deswegen bin ich losgerannt. Ich habe gar nicht gesehen, dass da oben riesengroß steht. Besiege die Meute. Sagt, er sei einer der besten Fahrer. Wenn ihr sie abhängt, werden sie ihn nicht mehr einholen. Ja, das werden wir dann sehen. Center an Ende. Okay, was haben wir denn da? Weiter geht's. Colonel, ich habe ihn gefunden. Na komm schon, du willst es mir schwer machen, ha? Du Scheiß, Colonel! Ach, verdammt, mein Bein! Oh, bitch! Erwischt! Oh Gott! Das ist einer der besten Fahrer? Lächerlich.
Na, wie geht's dir, Kumpel? Ein ganz schön chaotischer Tag für dich. Genau nach deinem Geschmack, hä? Du kriegst mich nicht lebend. Weißt du, das hab ich doch schon. Wobei mir das eigentlich ziemlich egal ist. Gottverdammte Anarchisten. Colonel, ich hab ihn. Ich übertrage jetzt die Koordinaten. Lass mich! Gute Arbeit, Corporal. Lass mich nicht zurück! Das war's, ich hab's mir überlegt. Ich lass dich zurück. Nice, jetzt finden wir hier überall Gift für unsere Giftbolzen. Kackboy, Alter. Alright, Freunde, damit haben wir ja wieder ordentlich was geschafft. Ordentlich. Könnten wir eigentlich das noch angehen? Können wir von Spruce Lake einfach runter? Ja, machen wir was denn da. Und dann können wir ultra viel abgeben. Tankmäßig müsste das auch noch locker hinkommen. Im Plünderer-Camp, da kriegen wir sowieso ein bisschen Benzin wieder. Colonel, mache Meldung. Hat die Patrouille den Gefangenen? Corporal, leider nicht. Als sie bei ihm ankam, war er tot. Was, er tot? Gift. Er hat sich umgebracht. Wir wissen nicht wie. Oh, es tut mir leid, Sir. Schon gut. Alles, was er über uns wusste, starb mit ihm. Ja, Sir. St. John Ende. Captain, ich habe die Plünderer gefunden, die unsere Trupps angreifen. Genau da, wo sie gesagt haben. Corporal St. John. Gut. Brauchen Sie Hilfe? Was gibt's? Die sehen ziemlich fertig aus. Ich denke, ich schaff das schon. Viel Glück, Corporal. Kuri Ende. Also ihr dachtet, ihr baut hier ein Camp und die Miliz sorgt für Vorräte, hm? Ist das so? Oh nein! So einfach läuft es nun mal nicht. Oh, Scheiße! Was? Wie? Wo? Geht doch. Mann, ey. Kämpfen wir nicht gegen uns. Wölfe? Die Büsche sind zu dicht. Die haben ihn erwischt. Was? Du. Zum Teufel! Oh, Scheiße. Los, jetzt rückt endlich vor! Er kommt Feuer! Autsch! Hat dich erwischt! Scheiße! Irgendwann lass ihn verschieben! For real?
Schussgeräusche oder laute Explosionen können Gegner anlocken. Nein! Oh, waren das jetzt alle? Okay, das war's. Okay. Eine Waffe freigeschalten? Corporal St. John and Diamond Lake, kommen. Corporal. Captain, die Plünderer an unserer Südgrenze, die wurden neutralisiert. Sie sagten unserer? Sir? Sie waren lange Zeit Drifter, St. John. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ein neuer Rekrut sich als Teil einer größeren Kraft begreift. Ich wusste nicht, ob Sie das schaffen. Oh, hey, dann bin ich jetzt wohl in der Armee. Ja. Das sind sie. Wegtreten, Corporal. Ja, Sir. St. John, Ende. Das heißt, ich bin jetzt echt einer von den Spinnern hier? Deacon, Mann, was ist los mit dir, Deacon? St. John, Captain Curry an Deacon. St. John, bitte kommen Sie zum Diamond Link. Ja, Captain, ich höre. Verstanden. Ich brauche Schrott. Ich brauche Schrott, ich brauche Munition. Okay. Einen Verband können wir mal nutzen. Also es lief auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Speichern. Und jetzt machen wir erstmal unseren Weg hierhin. Geben da bei Curry die Scheiße ab. Gucken uns gleich auch mal diese Waffe, die wir freigeschalten haben. Nach meinem Verständnis müssen wir die nicht kaufen, sondern die haben wir jetzt im Schrank. Zumindest mein Verständnis. Hey Corporal St. John, wie läuft's? Ganz gut, danke. Corporal St. John, ich habe eine dringende Aufgabe für Sie. Das war irgendwie klar, als ich mich melden sollte, Sir. Eine unserer Patrouillen wurde ausgelöscht. Eine andere Patrouille sollte sie suchen. Sie fanden alle bis auf eine Person. Private Gomez. Ja, lebt sie noch? Ich weiß es nicht. Der Ort des Geschehens ist voller Spuren. Ich brauche jemanden mit Ihren Fähigkeiten, um diese Spuren zu untersuchen. Okay, ich tue, was ich kann. Ich wusste, auf Sie ist Verlass, St. John. Wegtreten. Wenig begeistert, um ehrlich zu sein. Mehr habe ich nicht. Besser als nix. Deek, wie geht's meinem Lieblingscorporal heute? Sarge. 47. Sehr gut. Das war's. Otsukaresama, Corporal. Ja, Spatsky hat gewonnen. Hey, Sarge. Ja, ich, das kriege ich schon hin. Oh. Ey, haben wir bei Optik noch gar nicht reingeguckt gehabt? Was geht denn da ab? Ja. So, ein bisschen Haltbarkeit, Auspuffendrohr. Ändert gar nichts. Erstmal die wichtigen Sachen, die irgendwas bringen.
schönes Stück Ausrüstung hast du da. Hör ich öfter. Ja, Sir, das ist echt gut. Oh, schön. Gute Wahl, muss ich sagen. Ja, klar. Kann der einfach die Fresse halten? Oh, okay. Yep. Yep. Ich bin getriggert, das Teil zu kaufen. Einfach nur damit wir es haben. Alles klar. Bis später. Bis später, Corporal. Ohne Scheiß, das erinnert mich so an das Mad Max Game, ne, wo wir dann unseren Wagen immer weiter aufgepusht haben. Leute, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben unser Motorrad nochmal ein bisschen weitergebaut. Es wird ja immer schnuckliger, muss ich ehrlich sagen. Wie es hier weitergeht, kannst du sehen. Wo fragst du? Das ist eine gute Frage. In der nächsten Folge von Days Gone. Bei mir hier auf dem Kanal. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Freue ich mich sehr drüber. Hilft dem Kanal. Wir müssen ja gucken, dass wir nicht aussterben, wir kleinen YouTube-Typen. Und so. Ich zähle auf dich. Haust rein, bye bye.